Wir haben jetzt hier die meines Wissens höchste Auszeichnung der Bürgergesellschaft. Das ist der Engagementwürfel des BWE. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn dir heute hier überreichen kann. Bitte schön. Danke dir. Herzlichen Glückwunsch. Das Wort hat jetzt überwiegend der Vorsitzende der Enquete-Kommission. Okay. Ja, du kannst auch. Ja, verehrte Engagierte, unvorbereitet wie ich bin, habe ich nur ein paar kleine Anmerkungen vorbereitet. Rückblick, Ausblick und Persönliches. Rückblick, vielleicht zur Einordnung, es gab 27 Enquete-Kommissionen bisher. Die erste und wahrscheinlich berühmteste ist die Psychiatrie-Enquete-Kommission in den 70er Jahren, die tatsächlich die Zustände in der Psychiatrie entscheidend verändert hat. Ich würde persönlich in aller Unbescheidenheit sagen, dass wir jedenfalls mit unserer Enquete-Kommission im Vorderfeld liegen. Manche hat man vergessen, ich will keine nennen. Andere haben mühsam getagt, viel Papier produziert, aber vielleicht die Weltgeschichte nicht verändert. Wir haben, glaube ich, drei entscheidende Dinge vorangebracht. Das eine ist, den Fokus des Engagements erweitert vom traditionellen Blick aufs Ehrenamt und dem sozialen Kit mit allen Verdiensten, die dieses Ehrenamt hat, auf die andere Seite der Medaille, nämlich die demokratiepolitische Komponente, die in dem Begriff auch drinsteckt. Also die Definition der Enquete-Kommission war, dass Bürger durch ihr Engagement Möglichkeiten haben, das Gemeinwesen mitzuprägen. Das war eine ganz entscheidende Komponente, die wir in der Enquete-Kommission reingebracht haben. Und das ist im Übrigen ohne Gegenstimmen verabschiedet worden, also einschließlich, dank Frau Aigner zum Beispiel, auch einschließlich der CDU-CSU. Also das war das erste, glaube ich, Wichtige, mit dem sperrigen Begriff bürgerschaftliches Engagement den Fokus zu erweitern. Es geht dabei wirklich auch um harte Politik, nicht nur um diese weichen Maßnahmen, die damals wirklich im Bundestag noch ein Exotenthema waren, vielleicht 10, 15, die sich darum gekümmert haben. Nein, es geht wirklich um Demokratie und das hat sich in den letzten 10 Jahren gezeigt, dass ist immer wichtiger geworden, weil die Zustimmung zur Demokratie bekanntlich, da gibt es Untersuchungen, leider etwas gesunken ist. Das Zweite ist, wir haben eine Reihe praktischer Verbesserungen erreicht und viele unter Ihnen, die Organisationen vertreten werden, davon auch profitiert haben im Haftungsrecht, im Steuerrecht, im Gemeinnützigkeitsrecht, im Personenbeförderungsrecht und wo auch immer, eine Reihe von Baustellen. Und das Dritte, wir haben, meine ich, gut dafür gesorgt, dass es Kontinuität gibt oder Neudeutsch Nachhaltigkeit. Also zum einen hat es einen Unterausschuss gegeben, der zum ersten Mal im Bundestag darauf Wert legt, dass etwas nicht abgeheftet wird, viel Papier, das ist geduldig. Nein, wir haben dafür gesorgt, dass es ein Gremium gibt. Herr Grübel, der Vorsitzende, jetzige Vorsitzende, sitzt hier. Also herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Tätigkeit und gutes weiteres Schaffen. Also da Kontinuität im Bundestag, immer den Finger drauf zu legen, was ist umgesetzt, was fehlt noch. Und zum Zweiten mit dem BBE ein maßgebliches Netzwerk geholfen zu schaffen, das dieses Thema mit seinen über 250 Mitgliedsorganisationen und Personen wirklich Stück für Stück auch wunderbar weiterbewegt hat. Vielleicht so viel zum Rückblick. Ausblick, bürgerschaftliches Engagement 2020. Zum einen bin ich der Meinung, dass das entscheidende Element, und darauf müssen wir wirklich achten, das Element der Freiwilligkeit ist. Also da gibt es und gab es in den vergangenen 10 Jahren immer wieder Bemühungen und auch Konflikte, dass notleidende Kommunen versucht haben, das Engagement einzubinden. Da hat es Sonntagsreden gegeben, ja, der öffentlichen Hand geht es so schlecht. Wir brauchen jetzt die Armee der 23 Millionen, das wird nicht funktionieren. Je mehr dieses in den Vordergrund gehoben wird, dass da eine Lückenbüßerfunktion wahrgenommen wird, desto weniger wird es an Freiwilligkeit geben. Und an der Stelle ein kritischer Hinweis, Herr Hackler, auf den ersten Engagementbericht der Bundesregierung. Dort hat mich und andere doch irritiert, um es vorsichtig zu sagen, dass dort eine neue Definition für bürgerschaftliches Engagement eingeführt wird, nämlich
Ein Engagement zeichnet sich dadurch aus, dass es Verantwortung bedeutet und dass es Bürgerpflicht bedeutet. Nun kann ich mich an der Stelle kurz fassen. Ich hatte schon Gelegenheit, im Vorfeld den wunderbaren Vortrag von Bischof Huber lesen zu dürfen, und ich kann voll inhaltlich auf diesen Vortrag verweisen. Ich empfehle ihn Ihrer hundertprozentigen Aufmerksamkeit. Er spricht mir aus der Seele. Insofern diesen kleinen Werbeblock für Herrn Huber wollte ich einfügen. Aber kurzer Zusatz von mir. Ich glaube, dass es wirklich grundfalsch ist, von Bürgerpflicht zu reden. Das ist ein eigen Ding, diese Freiwilligkeit. Die muss umhegt und umpflegt werden. Es war der alte Obrigkeitsstaat, der hat gesagt, wir regieren in Gesetzen durch Gebote und Verbote. Und das ist nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage wird vielmehr eine dritte Dimension belegt, nämlich die Dimension der Anreize. Anreize schaffen dafür, gerade für das, was wir an Freiwilligkeit brauchen. Und insofern würde ich nicht von Bürgerpflicht reden, sondern mir würde viel mehr liegen zu sagen, es gibt ein Bürgerrecht auf Engagement. Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, sich zu engagieren. Eigentum verpflichtet, das ist die eine Seite, das ist vollkommen richtig. Aber Engagement ist ein Recht, bitteschön. Und das muss auch... Das muss aus meiner Sicht auch die Leitlinie für Engagementpolitik und Engagementstrategien sein. Ganz theoretisch hatte ich mir schon mal vorgestellt, dass man den Grundgesetzartikel 21 ein wenig ändert. Dort heißt es, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit. Vielleicht kann man 60 Jahre nach Erlass des Grundgesetzes sagen, die Bürgerinnen und Bürger wirken an der politischen Meinungsbildung mit. Die Parteien setzen diesen Willen möglichst gut um. Das wäre vielleicht auch etwas, was unsere Sache weiterbringt. Also, was wirklich gefehlt hat in den letzten 10 Jahren und was für mich der entscheidende Punkt für die nächsten 10 Jahre für Engagement 2020 und BBE 2020 ist, das ist das Thema Partizipation. Max Kaase hat das schon in den 80er Jahren ausgerufen. Eine partizipatorische Revolution ist etwas, was wir brauchen. Bürgerbeteiligung ist auch kein weiches Thema, sondern wir müssen die Menschen mitnehmen. Wir haben gute Gründe dafür, dass wir diese Bürgerbeteiligung wollen. Sie schafft eben eine ganz andere Legitimation für Entscheidungen, ob es Finanzkrise, ob es Energiewende, ob es Gesundheit, ob es demografischer Wandel ist. Sie schafft auch viel mehr Akzeptanz, und mich persönlich reizt dabei auch besonders, die Weisheit der vielen, vielen Menschen zu nutzen, um zu besseren Lösungen zu kommen. Es ist eben nicht so, es gibt nur eine Lösung, basta. Nein, oft gibt es mehrere Lösungen, die man kennen muss. Insofern, das ist für mich das Thema der nächsten 10 Jahre, also Zustimmung zur Demokratie zu fördern durch wirklich ernst gemeinte Bürgerbeteiligung, alle Möglichkeiten zu nutzen, also auch die neuen Medien und Ähnliches, nicht nur als Alibi, ihr könnt auch mal eure Meinung sagen, sondern wirklich darauf eingehen, Menschen an der Meinungs- und Willensbildung zu beteiligen. Die dritte Bemerkung ist eine persönliche. Herzlichen Dank für diese Ehrung. Ich würde auch sagen, das ist eigentlich der größte, bedeutendste Preis für bürgerschaftliches Engagement in dieser Republik. Mit Konfuzius neige ich dazu zu sagen, man ahnt ja gar nicht, wie viel Lob man vertragen kann. Das geht mir in diesem Falle auch so. Ich habe meine eigene Rolle eigentlich immer so gesehen, dass ich zwar irgendwo da vorne sitze, aber dass ich vor allem Impulsgeber bin, dass ich zuhören kann, dass ich Koordinator bin, dass ich Zusammenführer von Meinungen bin und vielleicht möglichst daran mitwirke, dass man am Schluss zu einer einheitlichen Meinung kommt. Und ich habe mich eigentlich auch damals schon als Umsetzer von Willensbildung gesehen. Insofern der Dank, der heute an mich ausgesprochen wird, hat viele, viele Mitstreitende. Das ist angefangen mit den Mitgliedern der Enquete-Kommission, von denen einige heute hier sind. Das ist der Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement, der für die Umsetzung sorgt. Das sind BBE und seine hoch engagierten Mitglieder und die vielen Engagierten in den Gremien dieses Netzwerkes. Und das sind natürlich die Hunderttausende, Abertausende Engagierte in vielen, vielen gemeinnützigen Organisationen, Vereinen und so weiter. Nun habe ich mir überlegt, ich kann eigentlich nicht ohne Namensnennung hier wegkommen. Wenn ich aber Menschen nenne,
die mich besonders und uns in dem Anliegen unterstützt haben, dann werde ich sicherlich einige auslassen, die dann zu Recht beleidigt sind. Ich habe folgende Lösung gefunden. Hier in diesem Publikum sitzen über 200 hoch engagierte Menschen. Also nach dem Freiwilligen-Service würde man sagen, das sind die Hochaktiven, die hier versammelt sind. Praktisch ein Mikrokosmos des Engagements. Und von diesen, die heute hier sind und sich heute angemeldet haben, nehme ich mir die Freiheit, ein Dutzend zu nennen, die mich über die letzten 10, 12 Jahre in dem Bemühen, das Thema populär zu machen, begleitet haben, unterstützt haben, sehr intensiv an meiner Seite waren. Serge Embacher, Birger Hartnuss, Frank Heuberger, Ansgar Klein, Hans-Peter Kröger, den ich noch nicht gesehen habe, Peter Kusterer, Susanne Lang, Thomas Olk, selbstverständlich, Dieter Rehwinkel, Sönke Rix ist auch noch nicht da, Manfred Spangenberg, Brigitta Wortmann und last but not least Olaf Zimmermann. Politiker neigen ja dazu, schnell zu Pragmatikern zu werden. Das habe ich in meinen 12 Jahren im Bundestag auch erlebt. Also auf den Kompromiss zu zielen oder auf ein doch schnelles Ergebnis. Und was da enorm hilft, sind so Begleitmomente wie Prinzipientreue, Gradlinigkeit, Beharrungsvermögen, nicht mit der schnellsten Lösung zufrieden sein, Standfestigkeit bei den eigenen Überzeugungen und auch nicht unwichtig vielleicht für Politik, weil das mit Kommunikation zusammenhängt, die Freude an klarer Sprache in Wort und Bild. Und an der Stelle müsste ich allerdings einen Menschen hervorheben, der mich an der Stelle Tag und Nacht begleitet hat und mir ständig auf der Pelle gesessen hat, dass ich die Prinzipien beachte, dass ich auch mit der Beharrung dabei bleibe. Das ist jemand, den manche auch hier kennen mögen, Susanne Lang. Herzlichen Dank. Okay. Jetzt muss ich aber noch ein Wort zum Sonntag zum BBE sagen. Ich habe die Geschichte des BBE natürlich mit großer Anteilnahme, mit großem Commitment begleitet. Hier sitzen ja auch einige Vertreter von Organisationen, Telekom, BP, Deutsche Bank und so weiter. Alle diese Organisationen müssen sich alle 5 bis 10 Jahre im Grunde rund erneuern. Die Welt ist so. Und das gilt auch für das BBE. Ich weiß, dass die Bemühungen begonnen haben, aber was ich mir wünsche, ist wirklich ein BBE völlig neu, von unten nach oben gekehrt, wo dass man sagt, Mensch, das ist BBE, das können die auch. Also ich wünsche mir ein rund erneuertes, nach vorne gerichtetes BBE und die können das, das glaube ich wirklich. Also auf dem Wege Thomas Olk, Ansgar Klein und alle Mitschreiter, Herr Pautzke, viel Glück dazu und bleiben Sie dran an diesem Thema. Wir erfinden uns neu. Dankeschön. Herzlichen Dank, Michael.